Auf unserem Müller steht Youth with Joy. Das Kissen ist abgegangen. Hast du Joy? Ja. Sophie streamt seit kurzem auf Twitch und sie hat eine Open-Door-Policy. Das bedeutet, man kann jederzeit reinkommen und irgendwas machen. Und ich weiß ja nicht, ob ihr dieses Spiel kennt. Man bekommt 3 Shots, einer mit Wodka und 2 mit Wasser. Und man muss mit einem guten Pokerface verheimlichen, in welchem der Wodka war. Glas 1. Oh, und ich habe vergessen zu erwähnen, in Sophies Gläsern war überall Wodka. Glas 2. Was denkst du, sind Glas 3? Du siehst ripped aus. Ich sehe ripped aus? Ja. 2 Männer. Ich kann ja eine Collage machen aus all meinen Gym-Sachen und dann so eine richtig krasse, so alle so nebeneinander. Ich muss sagen, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Malenchi wollte mir heute eine Freundin von ihr vorstellen, aber dann ist das passiert. Sie schreibt gerade, dass sie bei der Polizei ist, weil sie beim Clown erwischt worden ist. Was? Und die ist mit Fans von mir clown gegangen. Die hat sich bei mir eingemistet und... Eingemistet? Ja, die hat ihre Sachen bei mir jetzt gelassen. Jetzt holen wir die vor der Polizei ab. Holen wir die ab? Ja. Wehe, da muss man was zahlen, dass sie rauskommt. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Jetzt weiß ich. Kauf das Merch, damit ich mir die Kaution von Malenchis neuen Freunden leisten kann. Plot Twist, sie läuft davon, sie ist von der Polizei raus und erstmal durch die Stadt gelaufen. Sie will sich zwar nicht finden lassen, aber wir haben die Location. Leute, sucht nach blauen Haaren und Kisch hat links sind lange blaue Haare. Wir hatten auch schon noch eine Person mit blauen Haaren und geklauten Sachen von H&M. Aber weiß blaue Haare! Nein. Doch, hier, ich hab sie! Ah. Ja. Jetzt haben wir sie auch gefunden. Was ging ab? Ja, erzähl, was ging ab? Ich war shoppen. Das hat uns der Wert. Das hat gar nichts gepiepst. Die Ladendetektive haben es gecheckt. Die Ladendetektive? Ja, das heißt, wir waren. Echt? Ja, auch bei Müller und Hafen. Warum weißt du das so genau? Wir spielen jetzt Held oder Geld. Hinter einem Becher ist Geld und hinter dem anderen ist eine Challenge. Wenn die Person die Challenge macht, kriegt die andere das Geld. Yeah! Wenn ich die Challenge mache, kriegt er das Geld? Nee, also wenn du das Geld unter dem Becher hast, kriegst du das Geld. Aber nur wenn er die Challenge macht. Ah! Ich nehm blau. Blau, 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 blau. Okay, blau. Ich nehm rot. Okay, 3, 2, 1. Nein! Trink meinen Spezialshot. Ja. Prost. Was ist das? Würmer. Ich hab Panik vor denen, Alter. Ich hab nur vor Flieger gegen. Das ist einmal eklig, du bist dann proud drauf. Wie du unbedingt das Geld haben willst. Dann bist du stolz auf dich, dann kannst du den ganzen Abend saufen mit einem viel besseren Gefühl. Wieso musste ich die Challenge machen? Ich hab Geburtstag. Weil du den falschen Becher genommen hast. Mike, ich hab so Angst vor den Dingen. Du musst es ja nicht machen. Aber ich will's machen. Oh mein Gott, du musst es ja nicht machen, Nina. Einfach ganz schnell. Kannst du kurz in die Kamera sagen, ich werde hier zu nichts gezwungen und mache das alles freiwillig. Ich werde nicht zu nichts gezwungen, mach alles freiwillig. Okay, danke schön, dann haben wir es auch. Einfach Schluck. Einfach Schluck, los, 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 komm, ja. Gespielt. Hast du echt verdient? Hast du dir echt verdient? Ja. Das hier ist Leon Content. Ihr kennt ihn vielleicht aus diesem Vlog. Was ist Leon das? Ist gestürzt mit dem Roller. Aber ich habe Röntgengeld dabei. Ja? Ja, hast du Röntgengeld? Sehr gut. Hast du echt ein? Leon ist einer der intelligentesten. Ja, einer der intelligentesten. Dann blende ich kurz ein, was ich gerade erfahren habe. Was hat Leon gemacht? Ich habe mal meinen Samen gespendet an der Freundin mit so einer Plastikspritze. Er war ein bisschen betrunken anscheinend und dachte sich, die sind halt auch 2 Frauen und die können halt keine Kinder bekommen und dachte sich, mit Plastikspritze machen die das halt bei sich rein. Aber du weißt, das ist ja dann dein Kind. Ja, wir wollten so zu dritt so ein Kind. Boah, what the fuck? Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Outro kommt noch was. Aber vorher danke fürs Zusehen und 2/3 der Vlog-Zuschauer haben noch nicht abonniert. Moment. Und die werden so einiges verpassen. Was? Ja. Wenn du heute Alkohol trinkst, dann schwimmen die Würmer. Was ist los? Ja, aber wenigstens sind sie ja besoffen.